Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Soul Blazer in einer neuen Folge nach der Folge der Schande, wo ich gesafe-stated habe, bis zum Umfallen wieder. Aber ich werde das in Zukunft öfter machen. Also ich probiere Bosse, sagen wir mal, dreimal. Wenn ich nach dem dritten Mal einfach kein erkennbares Muster finde, dann mache ich Safe-States. Und eigentlich hätte ich den Safe-State, ja, ich weiß nicht, ob ich sie gebraucht hätte oder nicht, weil zum Schluss ging es dann eh ganz gut. Aber es ist ja für euch auch lästig. Aber normal mache ich das nicht. Nur hier war es jetzt leider notwendig. Ja, gut. Und wir... Cloud befreit. Befreite Woods Wächter. Oh, ein altertümliches Gesicht. Ich bin der Wächter des Waldes. Danke, dass du mich befreit hast. Ich werde dir den grünen Stein geben, wenn du wiederkehrst. Und ich fülle dir noch dein Leben auf, weil ich habe gemerkt, dass du episch verpeilt bist. Ja, das ist richtig. Ich bin episch verpeilt. Deshalb ist es gut, dass du jetzt meine Leben aufgefüllt hast, weil sonst wäre ich hier wahrscheinlich beim Rausgehen gestorben. Also, dann geht's hier weiter. Raus, ganz schnell. Voller Kraus, ich habe keine Juwelen mehr. Oh nein. So, jetzt habe ich ein paar Dinge. Ich muss ja mit ein paar Leuten auch noch sprechen. So, zurück in den Wald, weil der hier... Oh, sogar auf Anhieb. Ich bin der Wächter des Waldes. Ich beobachte diese Welt schon eine Ewigkeit. Cloud, ein Hund namens Turbo, hat etwas bei meinen Wurzeln vergraben. Du wirst diesen grünen Stein eines Tages brauchen. Also nimm ihn bitte. Cloud erhielt den grünen Stein. Sehr schön. So, wem haben wir da jetzt noch nicht gesehen? Das Trio ist wieder komplett. Hey, lauf hier nicht rum. Die Band ist wieder zusammen, also lass uns anfangen. Auch wenn du unsere einzige Zuschauer bist, werden wir unser Bestes geben. Beachte bitte die beiden anderen Jungs. Was? Hey, lauf hier nicht rum. Achso. Hey, lauf hier nicht rum. Du machst mich nervös. Hat es dir gefallen? Bei unserer nächsten Nummer musst du das richtige Eichhörnchen erraten. Mich. Wir werden uns bewegen und wenn du den richtigen findest, gewinnst du einen Preis. Rede mit denjenigen, von dem du annimmst, dass er das richtige Eichhörnchen ist. Okay. Und los geht's. Ich versuche das zu verfolgen. Das da. Okay, lass mal sehen, ob ich wirklich Alex bin. Ja, ich bin so gut. Du hast recht. Okay, ich werde dir ein Geschenk geben. Cloud erhielt ein paar Heilkräuter. Wow. Ich liebe Heilkräuter, danke. Mein Name ist Monmo, der Maulwurf. Hier ist es so hell, ich kann nichts sehen. Kannst du mich bitte zu meinem Haus führen? Ich werde dir folgen. Geh bitte zu dem Loch, das zu meinem Zuhause führt. Rede erst wieder mit mir, wenn ich an der richtigen Stelle stehe. Was? Ja, woher soll ich wissen, was dein Haus ist, Monmo? Was ist Monmos Haus? Komm hoch. Lauf doch nicht so schnell, ich komme ja gar nicht mit. Wenn ich da jetzt reingehe, ist er wahrscheinlich nicht mehr da, oder? Nee, natürlich nicht, okay. Ja, was soll jetzt Monmos Haus jetzt bitte sein? Weiß ich nicht. Monmos Haus? Weiß nicht genau. Ja, Monmo, ich weiß, dass du hier der Maulwurf-King bist. Ja. Rede erst bitte mit mir, wenn ich an der richtigen Stelle bin. Vorher will ich meine Ruhe haben. Toll, diese Maulwürfe, ne? So, das vielleicht? Stimmt, es war irgendwo, war doch so ein Loch, wo ich mir dachte, das ist so komisch. Nein, ich hätte nicht reingehen dürfen. Du musst mir etwas bringen, was einmal Monmo gehört hat. Ich höre jemanden schnarchen. Ja, das ist schön. Ich muss zuerst gucken, wo wirklich Monmos Maulwurfshöhle ist. Ich wühle immer in der Erde und manchmal finde ich richtig seltsame Sachen. Ich habe gerade dort ein paar Hundeknochen ausgegraben. Ja. Ist okay. Da ist aber noch nix. Aber was könnte Monmos Höhle sein? Dir? Buh. Na komm. Nein, du hast mich nicht erschreckt. Gott. Es gab einmal ein Floß. Ja, okay, das ja, ist schon okay. Folge mir. Bin ich ja gespannt.
geh einen Schritt zurück und pass auf. Wow. Was machst du da? Oh. Die Embleme des Meisters sind über die ganze Welt verstreut. Sie sind ziemlich schwierig zu finden. Nachdem du alle 8 Embleme eingesammelt hast, wird dir bei Benutzung von Magie keine Energie mehr abgezogen. Dies wird dir deinen Kampf erleichtern. Wenn du alle 8 gesammelt hast, kehre zu mir zurück. Was hältst du davon? Ich hoffe, es hilft dir. Nein, weil ich habe noch keines dieser komischen Embleme gesammelt. Hilft mir also nicht viel. So, du komm jetzt nochmal her. Schauen wir mal, ob wir deine Höhle finden. Ja. Hoch? Wahrscheinlich ist es wirklich das letzte Loch einfach, ja. Wahrscheinlich ist es das letzte Loch hier. Ja, komm runter, Maulwurf. So, hoch da. Nein, Hund, geh weg. Der Maulwurf hat sicher Angst sonst. So. Lauf doch nicht so schnell. Ist das deine Höhle? Ich habe keine Ahnung, wie ich den jetzt vielleicht da runter. Komm über das Krokodil. So, hier vielleicht. Da vielleicht. Er sagt immer, lauf doch nicht so schnell, ich komme ja gar nicht mit. Nö. Na komm hoch. Aber wo könnte... Ach, wahrscheinlich bei dem Stein da, oder? Schauen wir da mal runter. Da waren wir zwar vorher eh auch schon. Monmo, komm. Nein. Ah, ich werde dir ein Geschenk geben. Wartest du bitte hier? Es war also doch seine Höhle. Ja, kommst du wieder? Hallo? Will nicht warten. Was, ist hier eine weibliche Maulwurf vorbeigekommen? Nein, ich wohne hier unten alleine. Oh, ich glaube, ich habe diese Geschichte schon mal gehört. Hier wohnte einmal eine süße Maulwurfdame. Aber sie wurde von teuflischen Wesen entführt. Okay, ich habe Angst. Das ist natürlich nicht gut. So. Claudia Hill, Maulwurfsband. Schön. Also da, das bringt mir noch nichts. Okay, dann muss ich jetzt hier gleich das mal auswählen. Ach, das sieht ja lustig aus. Ein Maulwurfsband. Ach, und jetzt ist da gerade noch ein Weg entstanden, okay. Ach komm, hör auf mit dem Scheiß, erschreck mich doch nicht immer. Also tust du eh nicht, aber hey. So, das war dann hier, glaube ich, ne? Ja. Das ist Momos Schleife. Okay, ich werde dir das den Weg geben, wenn du mir das gibst. Ja, komm, nimm. Ich habe nicht gewusst, dass er ein Geist war. Wir hatten uns beide in Monmo verliebt. Eines Tages wurde Monmo vom Bösen gefangen und er versuchte, sie zu retten, kam aber nie zurück. Plötzlich war er wieder da und ich hatte keine Ahnung, was mit ihm geschehen ist. Aber gut, nimm dieses Armband und belebe Greenwood wieder. Ich weiß, dass diese beiden Maulwürfe hier gerne in Frieden gelebt hätten. Claudia hielt Schildarmband. Was ist das jetzt? Was bringt ein Schildarmband? Schildarmband verringert den Schaden der Monster um die Hälfte. Wow, das ist gerade für mich ist das super. Weil ich ja eh so schlecht bin. Ich muss nur aufpassen, dass ich dann trotzdem die Heilkräuter zum richtigen Zeitpunkt verwende. So, was sagt der Alte jetzt? Nix. Eine Stimme kam aus den Wolken. Cloud, wie kann ich dir helfen? Kann ich mich jetzt weiter bewegen? Ja, kann ich. Aber ich gehe zuerst hier nach oben. Weil wir brauchen natürlich wieder Heilkräuterlies. Weil wir schlecht sind. Ihr wisst's ja. Mhm. Hallo, kann ich dir weiterhelfen? Ja, bitte Heilkräuterlis, danke. Was, ich hab welche? Ernsthaft? Ich hab wirklich noch... Okay. Ich hab keine Ahnung, warum ich noch Heilkräuterlis hatte, aber gut. So, dann gehen wir in Bereich Nummer 3. Das sieht sehr inselig aus. Das sieht ganz nett aus. So. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Auf dem Meeresboden? Ja, natürlich. Was denn auch sonst?
Cloud hört eine leise Stimme. Dies ist St. Alice, ein Palast im Ozean. Kein Mensch kann unter Wasser atmen. Geh zur Insel South Terra durch den Tempel und suche die Blasenrüstung. Okay. Wenn du das sagst, dann machen wir das natürlich, Meerjungfrau. Da, 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 da. Ah ja, okay. Party! Endlich wieder Party auf der Insel. Passt das sich schön und 14 Monster-Dinger. Gut, aber das Teil, glaube ich, war eher so ein... Und 20 Erfahrungspunkte pro Gegner. Das ist schön. Oh nein, Palmen! Die mit Kokosnüssen schmeißen. Na, das kann ja was werden. So. Blubblub. Ja, schade, dass ich jetzt die ganzen Juwelen verloren habe. Aber zum Glück nehme ich die Zauber so selten her, dass es jetzt nicht so tragisch ist. So, wann wird euch das nächste Level-Up sein? Bei 6000 oder sowas wahrscheinlich, oder 7000. Ich könnte nachschauen, ich habe nur keine Lust dazu. Blub, 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 Cloud befreite einen Delfin. Oh, hallo, ich bin ein Delfin. Was für eine Freude. Wieder Tiere. Achso, weil natürlich kein Mensch unter Wasser atmen kann, ist klar. Wo kommt denn der her? Ein Affe. Was ist das für ein seltsamer Stein? Das sieht seltsam aus. So. Ich glaube, die gehören alle da dazu, oder? Ja. Sehr schön. War das eine Abkürzung, oder? Wahrscheinlich, ne? Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe da mal rum. Okay, da in die Mitte komme ich noch nicht hin. Aber da muss ich, glaube ich, nur da drüben die... Das und dann ist das wahrscheinlich ein Weg in die Mitte, oder? Ziemlich sicher sogar. So. Höhere Level. Sehr schön. Also doch jetzt schon? Das ging ja jetzt schnell mit dem Level. 5800 ist auch eine komische Zahl. So. Cloud befreite eine Meerjungfrau. Hallo Meerjungfrau, was für eine Freude. So. Gut, dann... Oh nein, der Fisch ist auf dem Trockenen. Das ist natürlich nicht schön. Sind wir hier? War doch der Anfang, oder? Ja, ich glaube, hier war der Anfang. Aber hier kann ich dann weiter jetzt nach unten, oder? Nee, kann ich? Kann ich nicht? Weiß gar nicht. Nee, da war der Anfang, okay. Ja, da war der Anfang, da geht der Teleporter raus. Ich glaube, ich kann hier dann... Oder nee, da oben ging es noch weiter, oder? Ja, klar, da nach rechts. Weiß ich, wäre schon wieder falsch gelaufen. So. Oh, Hilfe! Ein Tornado-Phönix. Wow, der ist ja richtig stark. Puh, zum Glück war das nur einer. Magmasteine? Ah ja, okay. Ja, toll. Ja, toll. Ja, zum Glück kommen alle raus. Ja. Das Tolle ist, die bleiben halt einfach auch stehen dauernd hier. Ja? Oder bewegen sich nur ganz langsam nach vorne. Damit alles kein Thema. So, okay, der wäre kaputt. Das passt. Cloud befreite eine weitere Meerjungfrau. Schön. So, und da? Cloud befreite eine weitere Meerjungfrau. Meerjungfrauenparty. Oh. Fieser Stein. Läuft einfach auf mich zu, ohne dass ich es merke. Da ist noch so einer. Müssen wir alle kaputt machen, weil vielleicht ist da irgendwo auch so ein Ding. Ja, steh mit mir ist schon okay. Ist schon recht, Stein. Aber was steht denn da, ja? Müsste der sein, oder? Ja, wunderbar.
Gut, aber da möchte ich noch nicht hoch, weil ich muss hier zuerst das Phönix-Teil noch... Ah, das macht da oben dann auf, okay. Das war nur ein Rückweg, wie langweilig. Palmen! Toll. Spawnt die Palmen schneller. So. Gut, und was haben wir da Schönes drin? Gar nicht, ich komm... Nein, ich komme noch nicht rein. Okay. Also ich muss... Ja, doch, ich komme schon rein. Ich muss... Was ist denn das für ein seltsamer Stein? Ich muss nach außen rum. Cloud erhielt Heilkräuter. Wow. Ich liebe Heilkräuter. Was für ein Gewinn doch Heilkräuter sind. Was hat's mit dem Stein hier auf sich? Muss ja eben aufpassen, weil manchmal kann man das Zeug schieben. Gut, jetzt kann ich hier aber... Nirgends weiter, oder? Da kann ich hier jetzt... Da nach oben. Da, doch, da geht's weiter. Okay. Oh. Ein kleiner Wassertümpel. Okay, jetzt bin ich... Also ich muss da sowieso da rumlaufen. Okay. So. Wow. Alles weg. Okay. Okay, Felsen. Die ganzen Todesfelsen kaputt machen, dann müsste der sich aktivieren. Ich sollte mich vielleicht nicht dauernd treffen lassen von den Steinen. Weil so gefährlich sind die dann auch nicht. Offensichtlich doch. So, das müsste jetzt... Nee, das sind immer noch drei, okay. Wo habe ich da welche verpasst? Ah, da. Oh, okay, verstehe. Affen! Power! Gut, die kommen alle schnell raus, das gefällt mir gut. Aber wahrscheinlich mache ich jetzt hier einfach mit der Geschichte einfach die komplette Insel kaputt. Nee, nicht mal, okay. Cloud befreite eine weitere Meerjungfrau. Oh, und es entstand ein Tempel. Du hörst eine Meerjungfrau. Gibt es jemanden, der die Blasenrüstung... Gibt es jemanden, der die Blasenrüstung braucht? Ja, ich zum Beispiel, ne? Irgendwann später. So, jetzt ist ja echt die Frage, mir fehlen jetzt ein Monster-Dingens gibt es hier noch. Das werde ich ja wohl jetzt noch irgendwo bekommen, oder? Das habe ich echt irgendwo einfach verpasst. Oder muss ich da einfach die ganzen Typen da töten? Nee, da komme ich ja nicht mal ran. Nee, da komme ich nicht ran. Okay. Jetzt muss ich aber echt schauen, weil ich glaube schon, dass ich das werde ich wohl noch finden. Weil hier waren jetzt eigentlich keine unzerstörbaren Gegner. Der Stein sieht seltsam aus. Aber ist nicht das erste Mal, dass ich irgendwas seltsam aussehe. Der sieht auch seltsam aus, aber ist dasselbe Thema in grün. Ist also da. Ja, aber das ist hier. Das Ding verstehe ich nicht ganz. Das ist sicher, da hat es sicher irgendwas mit dem auf sich. Was sie wahrscheinlich mit einer Psychokraft kaputt machen, die ich noch nicht habe. Toll. Ja, wie auch immer. Ich muss ja sowieso zurück. Schauen wir nochmal da nach oben. Vielleicht finden wir es ja doch irgendwo. Aber ich glaube sicher, dass das unter diesem Stein war. Ja, und dass ich das wahrscheinlich jetzt noch nicht holen kann, sondern erst später. Könnte ich mir alles ganz gut vorstellen. Ne, da... Ach, da sind noch welche. Wie komme ich denn zu den Affen rüber? Das ist jetzt eine gute Frage. Ne, da sind auch so viele Steine. Okay, komm, da müssen wir noch irgendwie, da schauen wir noch, ob wir da irgendwie rüberkommen. Da muss ich doch irgendwie rüberkommen, oder? Das kann doch nicht so schwer sein. Oder komme ich da echt nicht rüber? Ne, da komme ich echt nicht rüber. Ah, da kommen wir von unten hoch. Okay, gut. Alles klar, also das letzte Ding hier bekommen wir noch nicht. Dann eben ein anderes Mal. Ist auch gut. Oder kann ich den... Ja, es bringt aber sowieso nichts. Wenn ich jetzt mit Power arbeite. Okay. Alles gut. Dann... Ja. Gucken wir eben wieder zurück hier. Und ich speichere ab, weil... Nämlich, sichern. So. Weil ich nämlich jetzt eine Aufnahmepause mache... Und ja,
Das nächste Mal starten wir dann... Nein, ich möchte nicht weitermachen. Wobei, ich drücke trotzdem ja, weil ich mache einen Safe State. Ja, gut. Ja, aber perfekt beendet, ja, diese Aufnahme. Genau bei 20 Minuten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss, Leute.